ich hoffe, es kommen auch noch welche nach, dass ich aber dich verabschieden darf, lieber Alfred. Als langjähriger Weggefährte, da bin ich besonders stolz drauf. Als es schlecht mit dem Grenzsicher ging in den 80er Jahren, habe ich gedacht, wir müssen hier irgendetwas machen. Dann haben sich vier Leute zusammengefunden aus der Redaktion. Das war Hans Geivers, Remo Lehren, Harald Koch und ich. Wir haben dann die Verhandlungen mit Übernahmekandidaten gemacht, die aber zum Glück gescheitert sind. Es war 5:05 Uhr, wir lagen fast am Boden, dann kommt unser Chefredakteur Heinrich Tusse und sagt, ich habe noch einen Trumpf im Ärmel, das ist die ostbelgische Lösung. Wir stellen euch die nächste Woche vor, und das ist in diesem Raum da passiert. Wir kommen auch da rein, wen sehe ich da sitzen? Alfred Küchenberg und Ernst Thomsen. Ich sage, ihr seid die belgische, ostbelgische Lösung. Ah ja, sind Thomsen. Gut, man hatte uns dann vorgetragen, was alles zu machen war. Das war auch alles wunderschön, nur mit dem Nachteil, wir mussten 7,5% Gehalt abgeben über 2 Jahre. Da habe ich gedacht, die bist du los, kriegst du nie mehr wieder. Nein, da habe ich mich wieder geirrt. Alfred Küchenberg hat sein Wort gehalten und nach 2 Jahren wieder alles realisiert. Lieber Alfred, wir beide sind ja aus der Unterstadt, da sind wir ja groß geworden, aber trotzdem klein geblieben. Du hast aber hier in Grenzsicher über 40 Jahre lang eine wunderbare Karriere gemacht. Und das dank deines fortschrittliches, umsichtiges und soziales Bewusstsein. Du warst immer für jeden zur Stelle. Du warst nicht nur Chef, du warst auch Kumpel. Gleich bei welcher Gelegenheit konnte man zu dir kommen, du hattest auch immer eine Lösung parat. Es ist dein Recht, dass du dich jetzt zurückziehst. Ich hätte noch gerne ein paar Jahre mit dir hier ausgehalten. Und noch manche Sache ausgeheckt. Zu deiner Leistung möchte ich eigentlich nur eins sagen. Was du in all den Jahren vollbracht hast, ist phänomenal. Ich möchte nicht jemand hier hören, der was Negatives zu dir sagt. Weil dann kriegt er es garantiert mit mir zu tun. Deine Leistung hier in dem GE, in der Redaktion, der Bauauftrag der Werderstraße, und dann hast du uns auch noch die Gruppe Rossel angezogen. Natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat. Du hast aber vieles bewirkt hier. Wie dem auch sei, lieber Alfred, alle GE-Mitarbeiter wünschen dir ein langes und gesundes Leben. Wir werden dich nie vergessen. Hin und wieder treffen wir uns bei einer Veranstaltung, bei einem Gläschen, wenn du denn Geld dabei hast. Ich hoffe, dass ich dich ab und zu treffen werde. Ich verneige mich vor dir und sage, danke, Alfred. Keine Fragen, keine weiteren Fragen. Das Schlusswort. Ich bedanke mich nochmal im Namen vom gesamten Personal für die geleistete Arbeit, für das
tolle, gesunde